Türchentag 19. Heute wirklich verdammt spät. Aber ich musste noch einmal zum Kieferchirurgen, weil die Wunde von meinem Zahn nicht richtig geheilt ist. Und aus diesem Grund musste die Wunde nochmal versorgt werden. Ihr wollt nicht wissen, was dort mit mir gemacht wurde. Mit einem Wort, schmerzhaft. Beziehungsweise es würde sich schmerzhaft anhören. Zum Glück hatte ich eine gute Betäubung, deswegen war das nicht schmerzhaft. Aber es war alles in allem eine unangenehme Sache. Gut, und jetzt mischen wir wieder, um den heutigen Tag noch schnell abzuschließen. Wir haben noch knapp eine halbe Stunde. Zumindest kann man mir da nicht nachsagen, dass ich meinen Pflichten nicht treu geblieben bin. Ich habe auch extra nochmal versucht, meine Kreativität zu aktivieren, was nicht so einfach ist, wo man jetzt wieder so eine Schmerzen im Mundraum hat. Aber ich habe es geschafft. Hoffe ich jedenfalls. Gut, dann ziehen wir und wir ziehen, wir ziehen, wir ziehen. Und es ist, na, es ist Sassnitz. Naja, das ist doch mal eine Berühmtheit unter diesen ganzen unbekannten Orten. Also, es war einmal vor langer Zeit zur Weihnachtszeit. Die Geschichte heißt die Seemöwe, die gerne Schach spielte. Genau, also es war vor langer Zeit, in der Vorweihnachtszeit, da lebte auf Rügen eine Seemöwe. Und die Eltern von dieser Seemöwe waren sehr stolz auf sie, denn sie war sehr talentiert im Krächzen und im, naja, sie war sehr zielsicher, was das Kacken betrifft. Sie hat damit Touristen sehr zielgenau getroffen. Deswegen waren die Eltern stolz auf diese Taube. Sie hatte eine große Zukunft vor sich und trotzdem hatte die Taube nur, die Taube, die Seemöwe, nur Flausen im Kopf, denn sie wollte keine anständige Seemöwe werden. Sie wollte nicht naja, weiß ich nicht, sie wollte keinen Job ergreifen, wo man andere bescheißt. Zum Beispiel Politiker oder Finanzbuchhalter oder ich weiß es nicht, vielleicht Rechtsanwalt oder so, ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht irgend sowas. Nein, nein, das wollte sie alles nicht. Sie wollte stattdessen Schach spielen. So banal, wie es klingt. Aber sie war ein Schach. Nerd. Sie hat alle ihre Freunde im Schach geschlagen und schließlich gab es niemanden mehr und das war richtig schlimm. Vor allen Dingen für eine Seemöwe, die sich mal entschieden hat, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Eltern, wie gesagt, waren nicht auf ihrer Seite und sie stand deswegen ganz alleine da. Und naja, sie wurde immer unglücklicher und trauriger und saß dann bloß noch so rum mit hängendem Kopf und allem. Und das konnte niemand mehr mit ansehen. Deswegen weiß ich nicht, keine Ahnung, wie dann die Wende kam. Wahrscheinlich erschienen den Eltern im Schlaf irgendwie so ein Geist, irgendwie drei Geister, und die sagten: Ach, hattet ihr nicht früher als Kind irgendwie auch mal Träume, die nicht wahr werden konnten? Das hat denn, dann hat, haben die Geister sie durch ihre letzten Weihnachten so durchgebracht. Und dann haben die Eltern quasi gesehen, was aus ihnen geworden ist, was für hartherzige, gemeine Seemöwen sie geworden sind, obwohl sie auch früher einmal auch Träume hatten, die jetzt quasi ihrer Tochter quasi auch nicht mehr offen stehen. Und deswegen haben sie sich etwas ausgedacht, nachdem diese ganze Reise zu Ende war und sie quasi ihre imaginären Fensterläden geöffnet und rausgerufen haben: Juhu, es ist Weihnachten und zu Weihnachten darf man sich ja noch was wünschen. Genau. Und deswegen haben sie sich dafür etwas ausgedacht. Und zwar in Sassnitz fand gerade das rügenweite Super-Duper-Schachturnier statt.
Und dafür haben sie ihrer Tochter Eintrittskarten verschafft, damit sie daran teilnehmen kann. Und die haben sie ihr dann so heimlich so zugeschoben. Und sie, die Tochter war ja immer noch ganz traurig, aber dann hat sie die Karten gesehen und dachte sich, boah, unglaublich. Und dachte sich schon, wo kommen die denn her? Und dann hat sie ihre Eltern gesehen und dann gab es so eine ganz traurige Szene mit viel Tränen und viel Geschnatter und Gezeter. Ich meine, stellt euch mal vor, so eine kleine gerührte Seemöwe, das ist wirklich, es ist so verdammt rührend, es ist so niedlich. Naja, und dann hat sie ihre sieben Sachen gepackt, ist nach Sassnitz geflogen, hat dort an dem Turnier teilgenommen. Und hat wirklich dort alles abgeräumt. Und ganz am Ende musste sie gegen das Christkind höchstpersönlich antreten. Oh, das war ein ganz schönes Duell. Denn das Christkind ist richtig krass, was Schach betrifft. Aber am Ende Bube, Dame, König nach vorne gezogen. Keine Ahnung, ich spiele kein Schach. Ich weiß nicht, wie das abgeht. Aber jedenfalls hat dann die Möwe mit ihrem Schnabel den König verschoben. Und schlug den gegnerischen König und dadurch hat sie gewonnen. Das Christkind war besiegt und gab am Ende der, ich wollte schon wieder sagen, der Taube, nein, der Seemöwe ein, ja, verwandelte die Seemöwe in eine goldene Seemöwe und sie flog zurück voller Glück und alle Seemöwen sahen, dass sie die Seemöwe ist, die auserwählte goldene Seemöwe und überall, egal mit wem sie redete, der wurde glücklich und seit dieser Zeit kommt quasi zu den Seemöwen, zu Weihnachten, die goldene Seemöwe, die einst im Schach das Christkind besiegt hat. Also quasi bei den Menschen kommt das Christkind und bei den Möwen kommt die goldene Seemöwe. Ach, fragt mich doch nicht. Das war das heutige Türchen. Bis morgen. Und ich hoffe, dann geht's mir ein bisschen besser. Tschüss. Bubidu.